Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kollegen. Frau Keul, auch wenn Sie es immer wieder versuchen, Sie wissen, dass es nicht so ist, wie Sie versuchen, es darzustellen. Wir diskutieren mittlerweile jede einzelne Patrone zu drei Anlässen. Das erste Mal, wenn die Mitteilung kommt, dass der Sicherheitsrat Ja gesagt hat. Das zweite Mal, wenn Sie in die Statistik der Aufträge eingehen. Und das dritte Mal, wenn Sie in die konkrete Ausfuhrstatistik eingeht. Und ich bin es eigentlich ein wenig müde. Aber Sie, genau wie die Linken, betreiben das immer, obwohl doch, Sie haben es ja eben selbst gesagt, die Grundsätze, die politischen Grundsätze der Bundesregierung für den Einsatz für den Export von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern im Januar 2000 unter ihrer Beteiligung, SPD, grüne Regierung damals, Schröder, Fischer, zustande gekommen ist. Entgegen dem, was Sie alles hier immer wieder versuchen, an Bild zu stellen, ist jede Rüstungsexportgenehmigung eine Einzelfallentscheidung. Gemäß Außenwirtschaftsgesetzen, Außenwirtschaftsverordnung ist jegliche Ausfuhr von Rüstungsgütern genehmigungspflichtig. Es ist nicht so, dass es Automatismen gäbe und man sozusagen mit der Bestellliste im Kanzleramt einen ausgehen könnte oder im Wirtschaftsministerium und dort nur noch einen Stempel drauf gemacht würde. Das wissen Sie ganz genau und Sie versuchen immer wieder einen anderen Eindruck zu erwecken. Sie haben selbst den Bundessicherheitsrat angesprochen. Ich freue mich über das Lob für Franz Josef Strauß, denn gute Dinge soll man ja nicht ändern. Wir sind Konservative. Da arbeitet man mit bewährten Strukturen weiter. Man kann ja sich auf den Standpunkt stellen, ich bin pazifistisch und ich will nicht mich mit irgendwas beflecken und mache sowas alles nicht. Kann man vertreten, die Position, meinethalben. Ich halte es aber für unverantwortlich. Genauso wie wir uns zubilligen, dass wir unser Land schützen, dass wir unsere Außengrenzen schützen, dass wir unsere vitalen Interessen auch im Welthandel schützen, müssen wir das auch anderen Ländern zugestehen. Und aufgrund der Tatsache, dass wir in technologischen Spitzenbereichen eben gut sind, ist natürlich eine Nachfrage nach unseren Produkten da. Und wenn hier im Einzelfall eine positive Entscheidung herbeigeführt wird, dann ist das nach Abwägung unserer sicherheits- und außenpolitischen Interessen geradezu notwendig, die Genehmigung dann auch zu erteilen, weil ich nicht einsehe, dass wir eine funktionierende Industrie, die wir hier haben, mit Gewalt zerschießen. Es ist heute schon so, das Stichwort German Free kursiert in der ganzen Szene. Viele sagen, mach bloß nichts mit den Deutschen, da kriegst du die Produkte nicht an den Kunden und kriegst du nicht mehr außer Landes. Und dass wir Kooperationsfähigkeit unserer eigenen Industrie, die gut ist in dem Bereich, in einer Zeit, wo wir über mehr Kooperation reden, mutwillig zerschießen, will mir nicht in den Kopf. Und ich finde, Sie sollten da durchaus mal drüber nachdenken, auch mit Blick auf die Beschäftigten in dieser Branche. Wissen Sie, Sie haben das Thema mit der Ausrüstung der irakisch-kurdischen Peshmerga angesprochen. In der Tat eine außergewöhnliche Entscheidung, weil wir mitten in die Krise hineingeliefert haben. Aber das war das einzige Wirksame. Hätten Sie den IS dort weiter toben lassen wollen? Ich glaube, das war Ihr damaliger Parteivorsitzender Cem Özdemir, der gesagt hat, mit dem IS kann man nicht im Stuhlkreis reden. Da muss man militärisch robust vorgehen. Und wir haben dort die Verfolgung der Jesiden und die Massakrierung der Jesiden dadurch beendet, dass wir denen, die bereit waren zur Tat, die nötigen Waffen dafür auch in die Hand gegeben haben. Und ich stehe zu dieser Entscheidung und ich finde sie moralisch vollkommen okay. Frau Keul, Ihre 5 Minuten waren sind rum, meine sind jetzt auch gleich rum. Ich bin mir sicher, dass wir immer wieder dreimal den gleichen Vorgang hier diskutieren werden. Das nächste war nämlich mal wieder die Abteilung, dass ich die ganzen Mechanismen, die wir aufgebaut haben, um hier nicht fahrlässig mit umzugehen, sondern sehr sorgfältig mit umzugehen, mal wieder im Einzelnen aufdrösele. Man kann das Thema ja beliebig oft wiederholen, Wiederholung prägt ein. Und ich gebe die Hoffnung nicht auf, bis zur letzten Debatte zu diesem Thema, dass auch bei Ihnen ein Erkenntnisfortschritt sich einstellen kann. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das Wort hat der Abgeordnete Florian Post für die SPD-Fraktion.